Die Philippinen, Staat und Archipel mit über 7000 Inseln zugleich, bestechen durch traumhafte Landschaften, durchzogen von Vulkangestein, Reisfeldern und Urwald. Hier trifft man auf warmherzige Menschen, die stets lächelnd die einfachen Dinge des Lebens genießen. Auf quirlige Kinder, die noch im Freien spielen, und die abenteuerlichsten Fortbewegungsmittel. Am stärksten wird das Land jedoch geprägt durch die Kokospalme. Der Inbegriff der Exotik säumt jede Straße, soweit das Auge reicht. Hier befinden sich auch die biozertifizierten Kokosnussanbaugebiete von Dr. Görg. Europaweit die Nummer 1 für Premium-Bio-Kokosprodukte. Auf seinen Reisen durch die Philippinen macht Manfred Görg, Agrarökonom und anerkannter Kokosexperte, Halt an den Produktionsstätten seiner hochwertigen Kokosnussprodukte. Der persönliche Qualitätscheck vor Ort ist für den Premium-Kokosprodukthersteller einer der wichtigsten Grundsätze seiner Unternehmensphilosophie. Willkommen im Dr. Görg Coconut Land. Heute möchte ich Sie mitnehmen auf die Reise ins Land der Kokosnüsse, in das Paradies, direkt im Tale hier von Mount Mayon, wo unsere erntefrischen Kokosnüsse wachsen. Erleben Sie Erntefrische und Nachhaltigkeit hautnah. Schauen Sie mir bei der Produktion über die Schulter und erfahren Sie mehr über die Dr. Görg Fairtrade for Fair Life Projekte. Der ökologische und nachhaltige Anbau von Kokospalmen in Mischkultur ist einer der Grundpfeiler der Dr. Görg Philosophie. Diese Art der Bepflanzung verhindert das Auslaugen des Bodens und gewährleistet eine Nutzung auch für nachfolgende Generationen. Dazu gehört ebenfalls, dass unter keinen Umständen Regenwald gerodet wird. Zu keinem Zeitpunkt wurde auch nur ein einziger Baum für den Anbau von Dr. Görg Premium Bioprodukten gefällt. Und das bleibt auch so. Das Areal umfasst etwa 4,5 Hektar. Pro Hektar wachsen hier etwa 100 Kokospalmen in Mischkultur. Es gibt also auch Bananen- und Pili-Bäume und auch Mango- und Moringa-Bäume. Natürlich werden auch verschiedene Gemüsesorten und andere Nutzpflanzen angebaut. Die Ernte der Kokosnüsse kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. In den Philippinen ist es üblich, die Palme entweder zu erklettern oder die Früchte vom Boden mittels langer Bambusstöcke aus luftiger Höhe zu holen. Eines haben beide Wege gemeinsam. Sie erfordern extrem viel Kraft und Geschick. Die Stöcke bestehen aus 7 bis 10 Einzelteilen und werden durch ein Stecksystem mit Gummibändern zusammengehalten. Am Ende mit einer scharfen Sichel, dem Kauwit ausgestattet, wird daraus ein nützliches Werkzeug, mit dessen Hilfe die Farmer vom sicheren Boden aus die reifen Nüsse einfach abschneiden. Den langen Bambusstock zu balancieren, die richtige Nuss zu treffen, ohne die Palme zu beschädigen, das erfordert viel Übung. Manfred Görg legt gerne auch einmal selber Hand an, um am eigenen Leib zu erfahren, wie anstrengend die tägliche Ernte unter der tropischen Sonne ist. So zollt er den Bauern Respekt und Anerkennung für ihre harte Arbeit. Man sieht es ihm vielleicht nicht an, aber der Bambusstock ist durch seine Länge ziemlich schwer. Doch schon nach kurzer Zeit gelingt es Manfred Görg, selbst einige Kokosnüsse von der Palme zu holen. Ein hochwertiges Premiumprodukt erreicht man nur durch hochwertige, erntefrische Rohstoffe, wie bei Dr. Görg. Unsere Bauern ernten die Kokosnüsse morgens und bringen die bis mittags an die Pickup-Points. Da sammeln wir die mit den LKWs abends ein und bringen sie dann zur Produktion. Nur so können wir die erntefrische Qualität gewährleisten. Und dafür bin ich bis zu 6-mal im Jahr vor Ort und ich schule die Bauern in Nachhaltigkeit und Qualität. Und nur die besten Kokosnüsse finden den Weg zu Dr. Görg. Das ist die Dr. Görg Erntefrische Garantie. Oh.
Also Reis, huh? We have some fun. Der respektvolle Umgang mit den philippinischen Kleinbauern und das Gespräch auf Augenhöhe gehören für Dr. Görg ganz selbstverständlich dazu. Gastfreundschaft wird hier großgeschrieben. Das einfache, traditionelle Mahl besteht aus Reis, Sardellen in Tomatensauce, einheimischem Gemüse und natürlich einer erntefrischen Trinkkokosnuss. Umgeben von Palmen, im strahlenden Sonnenschein sitzend, schmeckt die philippinische Kochkunst gleich doppelt so gut. Nach der kurzen Stärkung fällt die Ernte der Kokosnüsse auch gleich viel leichter. Bei ausgewachsenen Palmen bis zu 30 Metern Höhe reichen die Bambusstöcke zum Ernten nicht mehr aus. Hier ist Muskelkraft gefragt. Die schwindelfreien Palmenkletterer robben sich mit unglaublicher Körperbeherrschung in luftige Höhen, um dort die besten Kokosnüsse gezielt auswählen zu können. Oben angekommen, erwartet den kräftigen Kletterer neben den saftig grünen Früchten vor allem auch eins: rote Riesenameisen. Mit Vorliebe beißen die fleißigen Tierchen in Füße und Beine der Erntehelfer. Davon unbeeindruckt arbeiten die Männer hochkonzentriert. Jeder Schritt muss sitzen. Mit dem scharfen Buschmesser werden die Kokosnüsse behutsam abgehackt. Langsam werden die jungen Kokosnüsse, auch Boko oder Lumbut genannt, am Seil heruntergelassen. So wird verhindert, dass die kostbare Biofrucht zu Schaden kommt. Vorsichtig und kontrolliert klettert der junge Mann wieder herunter. Auf diese Weise kann er bis zu 20 Palmen pro Tag erklimmen und beernten. Wieder am Boden angekommen, kann die nahrhafte Trinkkokosnuss direkt an Ort und Stelle genossen werden. Die Unterstützung lokaler Kleinbauern liegt Manfred Görg ebenso am Herzen wie die nachhaltige Beforstung des Regenwaldes. Nur so kann gewährleistet werden, dass auch zukünftige Generationen noch von Boden und Pflanzen profitieren können. Der Kokosfarmer gehört zu einem der 50 Bauern, die Dr. Görg mit Jungpflanzen aus ökologisch kontrolliertem Anbau unterstützt. Gemeinsam suchen beide ein sonniges Plätzchen, um die bereits keimende Kokosnuss einzupflanzen. Statt Regenwald zu roden, unterstützen wir den nachhaltigen Anbau von Mischkulturen. Und genau hier setzen wir unser Dr. Görg Fair Trade for Fair Life ein. Befreit von oberflächlichen Pflanzen und Unkraut kann ein etwa 40 cm tiefes Loch gegraben werden, in welches die junge Palme eingelassen wird. Wir unterstützen die Bauern nachhaltig im Anbau von Kokosnusspalmen oder auch von anderen Kulturen, da wo es eben nötig ist. Und das machen wir jetzt schon seit Jahren. Diese zum Beispiel, diese Größe trägt in circa 8 Jahren. Also muss sie 8 Jahren wachsen und dann trägt sie Früchte. Dann können wir sie beernten. Der Name der Kokosnuss trügt, denn botanisch gesehen ist sie eine Steinfrucht. Der Kern dieser Frucht ist die handelsübliche Kokosnuss. Bevor sie ihr typisches Aussehen erreicht, muss sie zuerst geschält werden. Dazu wird ein Stahlpfahl, der Palau, in den Boden gerammt und als Schäler benutzt. Ein geübter Erntehelfer kann so bis zu 1000 Nüsse pro Tag von ihrer Hülle befreien. Was dann zum Vorschein kommt, ist eine hellbeige Kokosnuss. Und diese Farbe sagt viel über ihre Qualität aus. Die Qualität und die Frische einer Kokosnuss erkenne ich an der Farbe. Dies ist eine Dr. Görg erntefrische Kokosnuss. Dies ist eine Kokosnuss, die schon einige Monate alt ist. Bei Dr. Görg kommen nur erntefrische Kokosnüsse ins Glas. Das heißt, der Bauer erntet morgens, bringt die Kokosnuss bis mittags zum Pickup-Point und abends holen wir sie ab und fahren sie dann zur Produktion. Das ist die Dr. Görg erntefrische Garantie. Aus diesen alten Kokosnüssen, die über mehrere Monate gelagert werden, wird herkömmliches Kokosöl hergestellt und als mühlenfrisch angeboten. Bei Dr. Görg kommen nur erntefrische Kokosnüsse ins Glas. Das ist die Dr. Görg Premium-Qualität. Die herkömmlichen Öle werden durch das erhöhte Vorkommen von Lipasen schneller ranzig. Durch die erntefrische Verarbeitung der Kokosnüsse behalten die Dr. Görg Premium-Kokosöle ihre biologische Wertigkeit. Nur Dr. Görg bietet einen Laurinsäuregehalt von bis zu 59,42%.
Die von ihrer Hülle befreiten Kokosnüsse werden noch am Tag der Ernte entweder ganz traditionell von einem Wasserbüffel gezogen oder etwas moderner mittels Tricycle und LKW zur Sammelstelle verbracht. Nur wenige Stunden später gelangen die Bio-Kokosnüsse erntefrisch zur Produktionsstätte, um dort sogleich verarbeitet zu werden. Nur die besten und frischesten Kokosnüsse, also solche mit beiger Färbung der harten Schale, werden für die Dr. Görg-Produktion ausgewählt. Mit viel Liebe zum Detail und Handverlesen werden die Dr. Görg-Kokosnüsse sortiert und erntefrisch der Produktion zugeführt. Bei Temperaturen von unter 40 Grad wird das Fleisch der Kokosnuss schonend gepresst und zu hochwertigem Premium-Bio-Kokosöl verarbeitet. Nur durch eine solche Pressung bleibt die biologische Wertigkeit des Öls erhalten. Bei einer Pressung mit höheren Temperaturen muss daher mit Einbußen der Qualität gerechnet werden. Ein geringerer Gehalt an Vitaminen und Mineralien ist die Folge. Bei Dr. Görg kommt die Bio-Premium-Qualität innerhalb von nur 72 Stunden ins Glas. Ohne Zusätze, schonend per Hand verarbeitet, mit vielen lebenswichtigen Vitaminen und Mineralien.